Erneut willkommen zurück zu South Park, direkte Cholera-Zerreißprobe im Haus von Humankind, auch besser bekannt als Kyle, Kyle Proflowski. Und es geht um Folgendes. Hier, Karte. Es geht um eine Kollision alternativer Universen. Begib dich in Kyles Zimmer. Er hat nämlich gesagt, da ist ein Kyle aus einem alternativen Universum drin in seinem Zimmer und wir müssen ihm da irgendwie helfen, den Typen da rauszubekommen. Missionsliste. Genau, das ist jetzt leider etwas, was gerade vorhin, als ich den Part beendet und sperren wollte, ist das gerade frisch reingekommen. Schnitzeljagd, das Yaoi-Projekt, trifft dich mit Craigs Vater in seinem Haus. Wir müssen später sowieso zu Super Craig, wegen dem hier, die Ketten von Super Craig, müssen wir so oder so dann hin. Ich habe nämlich jetzt hier in Kyles Haus mein allererstes Yaoi-Bild gefunden. Und davon gibt es sehr viele. Und er hat mir hier sogar auf Kunstagon eine Nachricht geschickt, sein Vater. So, hier. Von Mr. Tucker. Hey Kleiner, du hast gerade ein Yaoi-Bild gefunden. Kennst du den Ausdruck? Wir müssen schnellstmöglich reden. Es ist super wichtig. Ja, so super wichtig, dass das aber erst jetzt gerade aufgetaucht ist. Aber ist ja egal, wie gesagt. Das, jetzt erstmal zu dem Kyle aus dem alternativen Universum. Mein Gott, ich bin so gespannt. Wer ist es? Der andere Humankind ist direkt hinter dieser Tür. Ich kann natürlich nicht selbst gegen ihn kämpfen. Scheiß Paradoxon und so. Also musst du ihn ausschalten. Du musst ihm dermaßen in den Arsch treten, dass er sich verpisst in sein Universum an der Ostküste. Bereit? Schnapp ihn dir! Zoom! Oh hey Kyle, ich bin wieder da! Wen hast du da mitgebracht? Spielt er auch mit? Also, alternatives Ich, Zeit, dich in dein Universum zurückzujagen! Was, Kyle? Wir sind doch ein Team, oder? Ich bin nicht aus dem anderen Universum, wir sind super allerbeste Kumpels! Wie du siehst, rennt er hier rum und ruiniert den Ruf des Humankind. Er will mich vernichten und meine Kräfte schwächen. Nein, nein, ich bin nur 2 Wochen bei meinem Cousin und wollte Superhelden mit ihm spielen. Und Kyle fragt, okay, welcher Superheld willst du sein? Und ich sag, ich bin Humankind. Da sagt er, das geht nicht, ich bin Humankind. Ich sag, warum können wir nicht beide Humankind sein? Also bin ich zu Tante Sheila gegangen und hab gesagt, dass wir beide Humankind sein wollen. Und sie meint zu ihm, tu was er will, er ist unser Gast. Erinnerst du? Jetzt pass mal auf, alternatives Ich. Es ist Zeit, dass du lernst, dass Superheldenspielen echt wehtut. Los geht's, du musst jetzt mein anderes Ich vernichten. Oh Gott, wir müssen kämpfen? Genau, du willst spielen, dann aber nach meinen Regeln. Also gut, ich tue alles, um wie mein Cousin zu sein. Mach dich bereit, Schwächling. Besiege den alternativen Humankind. Das ist einfach so ein blöder Cousin, der irgendwie gegen alles Mögliche, glaube ich, allergisch ist und an sich, naja, ich will mich dazu jetzt lieber nicht weiter äußern. Starten wir einfach mal den Kampf. Ich hab nicht viel trainiert. Wir spielen ohne Kontakt, oder? Vollkontakt, kein Training. Oh, das geht nicht. Ich hab meine Knieschoner nicht dabei. Jetzt! Schnapp ihn dir! Cousin Kyle, zusammen können wir ihn stoppen. Lieben gerne, aber die Regeln für Paralleluniversen verbieten es. Okay, so, was mache ich jetzt eigentlich bei ihm? Ich kann doch einfach mal hier stehen bleiben, weil ich habe ja sowieso Fernangriffe. Ich werde ihm gleich mal Brandschaden zufügen, so hier. Er spielt mit Kräften jenseits seiner Kontrolle. Oh je, heiß. Oh je, so viele Entscheidungen in diesem Spiel. Wie wär's mit nicht mitspielen? Ist auch eine Möglichkeit. Sei doch nicht albern. Leute, Pause, mir ist ganz schwindelig. Oh, bitte nicht. Das werde ich Tante Sheila sagen. Okay, mein Innenohr hat sich beruhigt. Der letzte Treffer zählt nicht, oder? Ich mache den Schaden wieder rückgängig, ja? Typischer Paralleluniversums-Bullshit. Haben dir deine Eltern nicht verboten, mit Feuer zu spielen? Sieh dir das an! Auszeit, ich brauche mein Asthma-Spray! Cousin Kyle hat meine Auszeit ignoriert! Mein Asthma geht immer los, wenn ich mich anstrenge! Ich fände es viel fairer, wenn ich ein Schild hätte. Irgendetwas, wie diese Tora-Rolle. Die hat auch einen großen ideellen Wert. Alter, Humankind ist ein Alien. Das hat nichts mit dem Judentum zu tun. Und keine neuen Superkräfte mitten im Kampf.
Die ist nicht neu, die ist in meinem alternativen Universum konform. Phew. So, toll. Cousin Kyle hat gerade einen Schutz eingesetzt, was du an der blauen Leiste über seine Gesundheitsleiste erkennst. Schutz absorbiert allen Schaden, bis die Leiste aufgebraucht ist. Na, super. Hat jemand eine Kortisonsalbe? Vielleicht sogar eine rezeptpflichtige? Nee, im Moment nicht. Muss da auch ohne klarkommen. So, ich bleib einfach wieder weiter hinten. Achso, der Brand ist weg. Ich finde, ich sollte den nächsten Zug machen dürfen, weil der neue vorhin bei meiner Auszeit nicht gewartet hat, also bin ich jetzt dran. Willst du mich verarschen? Du schummelst! Ja, der schummelt! Der greift zuerst an! Was soll das denn? Das war nicht zu fest, oder? Ich will niemanden schlimm verletzen! Nee, so schlimm war das jetzt auch nicht. Warte, es gibt's hier nochmal richtig aufs Maul! Das scheint sehr gefährlich! Jetzt kommt meine super ultimative Kraft! Bereit? Bereit? Oh Gott! Okay, der Zorndrachen aus einem anderen Universum! Du hast gewonnen! Ey, wie doof war das denn jetzt? So, Falkenaugenmaske, Kostüm, L, Lichtschutzfaktor 50, Sonnenmilch und 25 Cent. Oh, oh Gott! Ich glaube, ich habe einen Leistenbruch! Hast du genug alternatives Ich? Dieses Superheldenzeug tut echt weh. Ich gehe in mein Universum zurück. Was? Du haust ab? Wie schade. Ja, ich muss in mein Universum zurück. Mein Ohr ist von den Fürzen ganz wund. Ich muss unbedingt Salbe draufschmieren. Wie kann ich dir nur danken? Melde dich einfach, wenn du mal Hilfe brauchst, okay? Verbündeter freigeschaltet. Human Kite. So, das haben wir jetzt abgeschlossen. Die Kollision alternativer Universen. Und dann kann ich mich ja in deinem Zimmer noch ein bisschen umgucken. Wie zum Beispiel, was haben wir hier? Hashtag rettet das Mondzimmer Button und Stoffballen. Da hat er noch ein Bild von Einstein. Und hier in seinem Schrank. Oh, okay. Wahrscheinlich wieder hauptsächlich Easter Egg-mäßig. Ja klar, da oben hat er diese komische Dornenkrone von dem ersten Spiel halt und sein Kostüm. Und ein paar Sportsachen und so. Also haben wir hier die Jefferson Bibel, Space, Time and Quantum Theory, Repair Kit, dann von irgendeinem Mädchen ein Foto, eine Actionfigur, Giro Cords, Defense Streamers und noch mehr Klamotten und Weather und eine Schutzbrille und wieder so einen komischen Kerzenleuchter und eine ziemlich gruselige Maske. Ist das Chewbacca? Und Nunchuck hat er da oben auch noch rumliegen, was soll das alles? Willst du mir irgendwas sagen? Wollen wir ein Selfie machen vielleicht? Ein Selfie? Okay, ja. Zwei Helden, die abhängen. Ja, Selfie machen mit Humankind. Da bin ich natürlich richtig cool drauf. So, komm, machen wir mal so und... Woohoo. Kyle. Was? Ich dachte Humankind. Kyle. Ist okay. So, Influencer Level 2. Jetzt brauche ich schon noch mehr Follower, um wieder aufzusteigen. Okay. Go Chaos. Okay, gut. Hier habe ich im letzten Part schon alles untersucht, bis auf das da oben. Das geht aber noch nicht. So, und jetzt müssen wir als nächstes zu Super Craig. Wir müssen zu Super Craig. So, ich habe die Kite-Basis fast fertig. Das wird super. So, wir müssen zudem auch noch herausfinden, wer Randys Auto zerkratzt hat. Das ist auch eine Mission, die wir haben. So, hier Kostüme. Accessoires, Faltenaugenmaske. Okay, die sieht man jetzt gerade gar nicht, wegen meiner Kopfbedeckung wahrscheinlich. Egal, brauche ich eigentlich eh nicht. Im Moment laufen wir lieber noch so rum. Karte. So, hier, die Ketten von Super Craig. Sprich mit Super Craig in Craigs Haus, das ist ja hier ziemlich weit links drüben. Da muss ich jetzt eben aus zweierlei Gründen hin, eben wegen dem und auch noch wegen dem Yaoi-Projekt. Weil ich eben in Kyles Haus schon eins dieser Bilder gefunden habe. So, und übrigens, überall da, wo solche durchgestrichenen Füße sind, solche Fußspuren, die durchgestrichen sind, da komme ich überall nicht durch. Da ist der Weg blockiert, aus gutem Grund. Also ihr seht, ich komme eigentlich in den ganzen hinteren Bereich der Stadt noch nicht so richtig hin. An den meisten Stellen gibt es am Anfang einfach kein Vorbeikommen. Das hat halt schon so seinen Grund. So, Werbesendung. Ist natürlich sofort Schrott.
Hey, du warst immer eben ziemlich fies zu mir, aber vermutlich tut es dir leid. Wir können dann wieder Superhelden spielen? Vielleicht. Warum? Hä? Warum ist der ein Follower von mir? Den habe ich doch gar nicht geedit. Hey, Selfie? Selfie? Au. Blöde Bitch. Eben kein Selfie. Leckt mir doch. Sowas Unverschämtes geht einfach um mir vorbei. Will gar kein Selfie machen. So, South Park und oh shit. Oh Gott, wer seid ihr denn? Pass auf, das sind Sechstklässler. Das sind die übelsten, bösartigsten Wesen, die es gibt. Ihr habt doch keine Ahnung. Jeder weiß doch, dass Kiefers Mom die geilsten Titten hat. Alter, hör auf, ständig von den Möpsen meiner Mom zu reden. Zwing mich doch, Pickelfresse. Wollen wir ins Kino gehen? Vielleicht sind in Wonder Woman ein paar Titten. Kino ist lahm. Lasst uns ein paar Körbe werfen. Basketball ist doof, Mann. Hey, ich hab's. Gehen wir Eichhörnchen quälen. Alter, wir haben schon gestern Eichhörnchen gequält. Wollt ihr vielleicht noch mehr von meinen coolen Tanzmoves sehen? Wer sagt denn, dass du coole Tanzmoves drauf hast? Das hat deine Mom gesagt, bevor ich ihre Titten anfassen durfte. Schaut euch das mal an, ihr Luschen. Jetzt schaut ihr das an, Mann. Den hier hab ich von Usher, ihr Schlampen. Ihr Tampons könnt nicht mal auf den Beat tanzen. Kann ich einfach vorbei? Ja, ich kann einfach vorbei. Was hat denn der über für eine furchtbare Stimme? Ist wahrscheinlich gerade im Stimmbruch. So, und hier eine Bushaltestelle, wo DLC draufsteht. So, und hier. Beer. Jetzt schau dir das an, Mann. Beer Bus. Drinking Done Responsibility. So, und was haben wir hier in der Tüte drin? Eine leere Flasche. Schrott. Erst trete ich dir in den Arsch und dann deinem dämlichen Frosch. Frösche haben kein Popo, nur eine Kloake. So, nutze L, um den Gegner anzuvisieren. Drücke jetzt Dreieck, um den Gegner einen Furz ins Gesicht zu werfen, wie auch immer man das machen soll. So, drücke Quadrat, um den angebildeten Gegner einen zu verpassen. Zack! Kampfvorteil. Besiege Bartles. Voll so ein Schlägertyp. So, der ist angewidert. Du musst gerade kotzen. Kein zur Rettung! Gerechtigkeit von oben! Können wir das nicht bereden? Halt's Maul, du Pussy! Okay, so, Humankind ist natürlich jetzt auf meiner Seite. Jetzt habe ich stand ja auch vorhin gerade neue Verbündete freigeschalten. Okay, ich werde dem natürlich gleich mal einen Feuerball reinwerfen. Dann, der hat 180 Lebenspunkte. Das ist eigentlich für den Anfang schon ganz schön viel. Das Blatt wendet sich! Halt's Maul, Vierklässler! Euch Platz zu machen fällt unter Anti-Aggressionstherapie. Was war das denn gerade? Wenn du X während deines genischen Angriffs... Angriff soll mit einem F, voll Schreibfehler. Wenn du X während deines genischen Angriffs drückst, füllt das deine Ultimativanzeige schneller auf und aktiviert deine Gesundheitswiederherstellung. Okay. So, drücke jetzt X, um es auszuprobieren. Voll ekelhaft! Ja, schön kotzen. Schön brav weiter kotzen. Und schön brennen. Fühlt den Zorn von Humankind! So, jetzt habe ich nur ein Problem. Humankind steht da hinten. Und hier ist blockiert. Aber ich kann hier. Warte mal, was konnte er nochmal? Er kann ja mit seinem Laser, das geht ja leider nur direkt geradeaus. Brandlaser. Bestreiche ein Ziel mit Kites Laseraugen. Oder mit Dreieck. Jetstream. Ziehe Verbündete in deiner Nähe und heile sie. Oder eben mit Kreis. Schwindelwind schützt einen Teamkollegen. Das ist halt sehr praktisch. Warte mal, wo? Warte mal. Mit Lasern kann man nicht viel falsch genau, machen. Genau, ich gebe mir jetzt mal, also unserem Wunderarsch gebe ich jetzt mal ein Schild. Stets bereit, hier kommt Kite. So, geschützt. Das ist. Keine Gnade. Das ist echt praktisch. So, und jetzt bin ich wieder dran. Ich würde sagen, ich stoße den Typen einfach mal zurück. Ich brauche Platz. Oder warte mal, Blödsinn, war das nicht? Das stößt zurück, die Hitzewelle stößt zurück. Okay. Hä, was? Geht nicht? Achso, jetzt geht's. Der Brutalo kriegt brutal ab! Euch zeige ich, was brutal ist! Viertklässler versohlt! Ich bin drin! Okay. So, jetzt ist hier frei. So, und jetzt... Jetzt gibt's mal richtig schön mit Laser hier. Pew, pew. Ich hoffe, dir hat die Laserbehandlung gefallen. Du kannst die Schutzbrille jetzt abnehmen. Ja, das war super! Wer ist das nächste Ziel meiner grenzenlosen Wut? Ich
Tittenzwirbler! Lass dich da von deinem Freund massieren. Sky Power! Warnung! Schau nicht direkt in meine fucking Laseraugen! Wow, du hast ihn wirklich besiegt und mich gerettet! Du hast gewonnen. So, verklebte Katzenhaare. Und 26 Cent. Und ich glaube, ich müsste jetzt schon im Rang aufsteigen, oder? Ja, Stufenaufstieg. So, Mobbermatsche, besiege 10 Sechsklässler. Wow, gute Arbeit, Neuer. Das waren Sechsklässler. Weiter so. Keine Ursache. So, Moment mal, jetzt müssen wir nochmal ganz kurz hier. Charakterbogen. So, hier. Verbündete. Human Kite, alias Kyle Broslovski, Klasse Elementarist und Blaster. Charakterbogen nicht gefunden. Und hier unten, unbekannter Verbündeter, Toolshed, alias Stan Marsh, Klasse Gadgetmeister. Alles klar, gut. So, Titel. Mobbermatcher besiege 10 Sechsklässler, haben wir gerade mal einen Platz gemacht. Das bringt alles eben Erfahrungspunkte ein, dementsprechend sieht man ja, okay. Gut, ich bin jetzt schon auf Heldenrang 2, das ist okay. Gut, was haben wir hier so drin? Kreditkartenangebot, schon wieder Versandröntgenbrille. In die Garage kann ich nicht rein, ist gesperrt. Wollen wir ein Selfie machen? Welch Heldentat, du hast mir, meinem Frosch, das Leben gerettet. Ja, da verlange ich jetzt aber auch ein Selfie als Belohnung. Du willst ein Selfie mit mir? Ja sicher, warum denn nicht? Warum denn nicht? So. Bitteschön. Peter Mullen. Krass, wie du den Sechskläffler fertig gemacht hast. Vielleicht werde ich auch mal so stark. Ja, warum auch nicht? So, was ist das? Assassinated Press Style Book. So, seht ihr, hier ist wieder so ein komischer Metallkasten. Das kann man halt später wirklich mit einem gewissen Verbündeten dann einfach umwerfen. Aber das geht halt jetzt noch nicht. So, ich guck mal kurz hier ins Haus rein. Ich wette, diese Woche wird total unspannend. Ich habe den jetzt beinahe den Fernseher abgetreten, die sagen nicht mal was. So, Essay über der alte Mann und das Meer. Mit denen werde ich wahrscheinlich noch kein Selfie machen können, oder? Hilf erstmal Jimmy mit seinem kleinen Projekt, ja? Ach ja, das ist ja Jimmys Haus. Genau, da oben sehe ich es ja am Foto. Das ist Jimmys Haus. Hilf Jimmy, sein großes Projekt abzuschließen und dann machen wir ein Selfie. Was ist denn für ein großes Projekt? Hä? Ich weiß von nichts. So, wieder eine Batterie- und Ratgeber-Situationskomik für Kinder. Ist natürlich super wichtig. So, Gegengift, Verbrauchsgegenstand. Und abgestandene Pizza von Markus. Sowie dreifach Ballaststoff Rindfleisch Powerbar und toffelgefüllte Häppchen. Was man hier nicht alles findet. So, dann gehe ich natürlich auch nochmal rauf, die Treppe rauf. Ich weiß nicht, ist er da? Ist er in seinem Zimmer? Wer lässt seine Kinder sich so anziehen? Naja, ich weiß nicht, ihr? Ist er hier? Ich glaube, der ist gar nicht da. Wo ist denn der? Na, der sucht wahrscheinlich immer noch nach der Katze, nach Scramble. So, Maximol Tablettenstück Stehmikrofon. Spielcontroller? Was ist das hier? Ein Haufen Zeitungen? So. Q-Money Nummernschild und eine Ukulele und wieder ein Stoffballen. So, was steht da? The Max Billion Larman, irgendwie so ganz komisch, und Everest. Sehr eigenartige Dekoration, finde ich. Ins Schlafzimmer können wir auch rein. Wir können meistens eh in die ganzen Räume schon so reingucken. So, Stoffballen wieder, Taschenlampe, Technik. Und hier 17 Cent in der Flasche mit Sleep Aids, was? Was soll das denn sein? So, Klebeband, 16 Cent. Und hier Taschenrechner, Gehaltsabrechnung des kanadischen Ministeriums für Mobilspieler. What? Ich glaube, da muss ich erstmal wieder... Was? Warte mal, kann ich... Ach so. Moment. Warum ist das hier so nass? So. Oh, Sterne, Kostüm. Also so ein Make-up. Benutzte Spritze. Biogefahrengut. Will er uns irgendwas verheimlichen? Kann ich hier... Ich muss mal wieder... ach du Scheiße. Im wahrsten Sinne des Wortes. Die Toilette der Walmers. Schwierigkeitsgrad 4. Ey, das schaffe ich doch nie.
Fokussiere deine Kraft. Das schaffe ich doch nie. Never. Also 4 Sterne ist doch viel zu schwer. Angespannter Stanley. So, Druck aufbauen. Hundeatem. So, wieder Druck aufbauen. Coole Moves. So, Osaka-Schleimer. Achso, der andere Stick. Scheiße, der andere Stick. Ich habe das zu spät gesehen. Mann, das ist so dumm. So, rausdrücken. Wie so eine Zahnpastatube. Ne, das war jetzt nicht so gut. Ah, ich hab den falschen Stick gedreht. Ich trottel. Oh, aber ich krieg eine schwarze Bio-Banane. Ja, also solche Toiletten sind dann schon, ich meine, Schwierigkeitsgrad 4 ist schon ein bisschen heftig. So, komm, wir gehen wieder. Das werde ich anfangs noch nicht so richtig hinkriegen, das ist teilweise echt schwer. Weil eine 4-Sterne-Toilette richtig meisterhaft zuscheißen ist, das ist nicht so leicht. Jimmy hat wirklich interessante Freunde. So, ich mache hier auch wieder den Fernseher an. Bin ja nicht so, ne? Tschüss. So. Können wir in die Garage? Nee, die hat nämlich komischerweise nicht so einen Griff, wo man das aufmachen kann. So, Postbote Butters Post. Emo-Zeichnungen. Du näherst dich Super Cracks Festung der Einsamkeit. Er meldet sich nicht. Hoffentlich geht's ihm gut. Ja, kann ich nicht sagen, weil da ist da... Das sieht aus, als wäre da was hinter den Büschen, aber da komme ich gar nicht ran. Voll dumm. Warum geht das nicht? So, ich kann in die Garage reingucken und... Okay, sehr verdächtiger Riss im Kühlschrank und in der Wand. Da kann ich im Moment aber, glaube ich, auch noch nichts machen, weil ich an diese Propangasflasche da oben gerade gar nicht rankomme. Und einen Furz dagegen werfen, glaube ich, das bringt gerade gar nichts. Nee, da muss ich noch was anderes können dafür. So, Bush-Fanbrief von Craigs Mom und da oben steht No Drone Zone. Oh, Moment, hier ist noch eine Tasche hinter dem Schneehaufen. Zack. So, öffnen. Oh, göttlicher Verstärkerrezept. Und eine Sportflasche und ein platter Fußball. So, ganz kurz gucken. Crafting. Göttlicher Verstärker. Ich brauche Kleber, verdammt. Ich brauche Kleber. Göttlicher Verstärker. Oh, da steht vor allem... Obwohl, es bringt eigentlich eh noch nichts, weil ich habe noch gar keinen... Ich kann noch gar keine Artefakte nutzen. Ich glaube, ich bin dafür im Spiel noch gar nicht weit genug. Wahrscheinlich, glaube ich, mindestens einen Artefakt-Slot hätte ich doch sicher schon. Aber ich kann es noch nicht machen. Aber ich brauche Kleber, verdammt. Entweder kaufe ich mir den oder ich finde den noch. Aber eigentlich Kleber findet man auch relativ häufig. So, jetzt bin ich jetzt nur nicht sicher, ist das das blaue oder ist das das braune Haus von Super Craig das richtige? Karte? Es ist das braune Haus, okay. Ach, das ist Henriettas Haus. Warte mal, dann können wir noch ganz kurz, bevor ich den Part beende, noch in das blaue Haus hier reingehen. Und uns wieder ein paar Sachen holen. Von welchem Planeten kommst du denn? Hm? Was stand da gerade? Chorgesangsbuch? Bitte was? Was stand da gerade? Moment mal. Was? Komponenten? Schrott? Also 70, das kann ich gar nicht direkt angucken. Da stand gerade irgendwas von wegen flutschiger Spaß mit Kindern. What the fuck? Nicht viele Nachrichten heute. Schätze, das wird eine ruhige Woche. So, bei dem Typen kann ich nicht mal fragen, ob der ein Selfie machen will. Ich habe die Möglichkeit dazu gar nicht. Und vor allem... Ja, genau. Die haben ja diese Emo-Tochter. Das man eigentlich gar nicht sagen darf, weil das ist ja eigentlich auch wieder verletzend. Dann fühlt sich wieder die ganzen Emos angepisst und... Mintberry Crunch... Der kommt in dem Spiel nicht mal vor. Übrig gebliebene Chicken Nuggets. Schoko Cheesy Poofs. Und. Mintberry Crunch. Ja, Mintberry Crunch. Wie gesagt, der kommt im Spiel so nicht vor, aber ich bilde mir ein, dass es einen DLC gibt, der das irgendwie anteasert, dass er eventuell noch kommen könnte. Obwohl der irgendwie. Ich weiß nicht, von der Superheldenkraft und dem Aussehen hier irgendwie am blödesten aussieht. So, der hat sich die Hälfte von seinem Gesicht so rosa angemalt. Oh. Mit euch könnte ich den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen. Oh Gott. Oh Mann, echt nicht schon wieder. Oh, böse. Oh, böse, Alter. Oh Gott, was ist denn hier los? Was ist das denn für ein Zimmer? Und die Musik? Was ist... Wollen die überhaupt... Mit euch kann ich doch gar kein Selfie machen.
ich bin nicht so der Typ für Selfies. Ich verweigere mich dem kapitalistischen Gesamtkonzept der sozialen Medien und deren Agenda. Ja. So kann man das natürlich auch ausdrücken, hast du auch völlig recht. Man muss nicht überall immer mitmachen. Immer dieser scheiß Gruppenzwang, ne? Hau ab! Pff, vergiss es, du Späßer. Ja, ich glaube, ich will mit dir noch gar kein Selfie machen. Die sind mir ein bisschen zu seltsam. So, Blauhorst-CD und Gork-Keyboard. Mit denen ein Selfie dann machen können, ich glaube, da müssen wir sicher eine eigene Quest irgendwie sicher mal machen. Und, oh, seht mal, da oben ist auch wieder so ein Bild, aber das kann ich wieder nicht, wann kriegt man noch mal diese Fähigkeit, man kann dann, glaube ich, irgendwie solche Böller werfen. Aber ich glaube, da muss ich in der Story noch ein bisschen weiter vorankommen, dass das geht. So, können wir hier noch das Klo zuscheißen, mal probieren, die Toilette der Biggles, Schwierigkeitsgrad 3. Okay, wie gesagt, ich habe da noch nicht so Übung drin, ich spiele ja selber noch zum ersten Mal gerade und los. So. Gartenüberraschung, dann hier wieder Druck aufbauen. So, nicht übel. Dann hier so San Francisco Taufe. Okay, wieder Druck aufbauen. Super und, ach du Scheiße, so. Unanständiges Dampfschiff. Oh, das war eigentlich jetzt ganz gut. So, rausschütteln, ich habe alle Sterne voll. Und passt, reingeplumpst. Arsch abgewischt. So. Enthusiastischer Klomeister und Furchenmolch. Furchenmolch. So. Popsis Acne-Creme und metrosexuellen Haargel. Ernsthaft, sowas gibt es? Ein eigenes Haargel für metrosexuelle Menschen? What? Ich kapiere überhaupt nichts mehr. Ich verstehe die Welt nicht mehr. Seit wann braucht man denn sowas? Oh, Moment, hier ist ja noch ein Zimmer. Das wird immer schön hier angezeigt und... Ach so. Okay, das sieht... Oh Gott. Henriettas Buch, wichtiger Gegenstand. Bild von Esther, Rolle mit Pfefferminzbonbons, Stoffballen, Feuerwehrauto, Indiana Jones, Judge Julie, was es ja alles gibt. Okay. Gut, Leute, ich muss jetzt mal den Part beenden, gell? Ich muss jetzt mal den Part beenden. Und im nächsten gehen wir dann zu Super Craig. Wo ich mich immer noch frage, warum ist der eigentlich Super Craig? Was macht die denn so super? Das werden wir im nächsten Part vielleicht auch sogar herausfinden. Also, und genau, wie gesagt, sein Vater ist ja eben der, der diese Yaoi-Bilder sammelt. Das kommt, glaube ich, sogar noch vorher dran. Aber alles dann, wie gesagt, im nächsten spannenden Part von South Park, die rektakuläre Zerscheißprobe. Ich meine Zerreißprobe. Bis zum nächsten Mal jedenfalls. Tschüss.